Ciao zusammen, heute machen wir einen weiteren Teil an unserem Töffli-Projekt. Heute werden wir die Zündung montieren, einstellen, kontrollieren und ja, los geht's! Also, hier haben wir unseren Motor, den wir die letzte Mal zusammengestellt haben. Wir haben hier ein bisschen Material bereit gemacht. Hier hinten haben wir das Werkzeug, wir haben Zangli, wir haben Schraubenzieher, Kreuzschlitz, wir haben ein kleines Rätschel. Wir haben ein Drehmomentschlüssel, Kerzenschlüssel, Halterwerkzeug, ein Bleistift zum Markieren, ein Messäuerli, Blattleer und dann haben wir noch ein Blättchen, das wir dann brauchen, um die Vorzündung einzustellen. Weiter haben wir das Material. Wir haben hier die Ducati-Zündung. Sprich, das heisst, wir haben eine Ducati-Spule, Ducati-Unterbrecher, Ducati-Kondenser. Die könnt ihr so bei uns im Shop kaufen. Wir haben Zündkabel, Kerzenstecker, Zündgummi, Powerrad, Mutter, wir haben Befestigungsmaterial, Schwungrädli und ein Powerraddeckel. Dann nehmen wir die Zündplatte und fangen gerade an. Wir haben hier noch die Sicherung drin, wo eigentlich gedacht ist, dass man die Zündplatte nicht verdrehen kann. Wir müssen jetzt die rausnehmen, weil die Grundplatten, die wir hier haben, die haben das Loch nicht. Und so können wir es nicht montieren. Darum nehmen wir ein Zangli. Klemmen wir den Schwertspannstift ein bisschen zusammen, die ein bisschen dran drehen und dann kommt der schon raus. Dann nehmen wir gerade das Zündkabel, die das vorgängig noch montieren. Schutzkäppchen abnehmen. Das kann man gerade vormontieren. Ja. Dann montieren wir gerade das Zündkabel. Schutzkäppchen drüber. Und dann gehen wir mal die Montage von der Zündplatte. So, haben wir die mal drauf. Dann haben wir gerade das Befestigungsmaterial. Einfach auf ein Licht herziehen. Dann ziehen wir die einfach mal locker auf einmal herziehen, dass sie noch drehen können. So, jetzt sind die Polschuhe sind alle noch einfach irgendwie drauf. Darum lösen wir jetzt die noch mal ein bisschen anlösen, damit wir die auch noch einstellen können. Dann geht es dann auch schon dran, das Schwungrad zu montieren. Ich schaue, dass der hier oben alles schön sauber, fettfrei hat. Hier ist es jetzt eigentlich natürlich neu. Da müssen wir das nicht unbedingt kontrollieren. Wir nehmen jetzt ein bisschen Unterbrecherfett. Ich mache hier sicher ein bisschen am Unterbrecher anmachen. So. Dann noch ein bisschen auf den Finger. Ich mache hier am Exzenter anmachen. So. Wunderbar. Nicht vergessen, den Keil, den haben wir vorher schon montiert. Dann setzen wir das Powerrad drauf. So, saubere Sache. Dann nehmen wir die Powerrad-Mutter. Die montieren. So. Dann das Haltewerkzeug. Der Drehmomentschlüssel. Den haben wir eingestellt auf 35 Nm. Das ist das Anzugsdrehmoment, das ihr solltet verwenden, um das anzuziehen. Dann mit dem Halterwerkzeug in die zwei Dinge rein. Ziehe das an. Die Polschuhe noch ein bisschen streifen. Jetzt stellen wir die noch einstellen. Die sollte man so zwischen 0,25 und 0,35 Spül haben. Wir das gerade einstellen. Wir gehen mit der Blattleer dazwischen. Da könnt ihr noch ein bisschen drauf abdrücken.
Dann die Schraube anziehen. Und das macht ihr jetzt bei allen vier Polschuhen. Hier, hier und hier. Die Aussparungen hier am Schwungrad, mit der Töcke könnt ihr ganz gebig die Blattleder dazwischen haben. Durch Kontrolle könnt ihr dann noch mit einem 04-Plättchen schauen, ob es rein geht. Geht nicht rein. Dann könnt ihr im Schwungrad drehen, zum Unterbrecher einstellen. Geht an den Punkt, wo der Unterbrecher am meisten offen ist. Das wäre jetzt etwa hier. Das sollte eigentlich auch ungefähr der oberste Punkt sein. Und dann könnt ihr den nachher hier oben mit Verdrehen am Unterbrecher einstellen. Für das nehmen wir jetzt wieder unsere Blatt leer. Nehmen hier das 04-Plättchen. Wir stellen jetzt auf 04-045 ein. Ihr könnt die Bauchgitarre zwischen 035 bis 045. Jetzt mal schauen. Tun wir noch klein zu. Das war schon zu viel. Tun wir noch klein zu. Dann mal schauen. Geht noch gerade knapp rein. Drückt mir jetzt gerade ein bisschen wenig. Stellen wir noch ein bisschen nach oben. Das ist nicht schlecht. Gehen wir den noch fix anziehen. Und dann gehen wir noch mal kontrollieren. Tipptopp. Den Unterbrecher haben wir jetzt eingestellt. Jetzt gehen wir in die Vorzündung. Für das nehmen wir unser Messäuerli. Schrauben das zum Kerzenloch rein. Schrauben das ganz hinten. So. Jetzt gehen wir das Schwungrädchen in die Drehrichtung vom Motor drehen. Jetzt dreht das Öl ab. Es noch ein bisschen einstellen. So. Das ist unser oberster Totpunkt. Den nehmen wir jetzt auf dem Schwungrädchen oben. Markieren, schreiben dazu OT. Jetzt, das Bauchmax hat etwa 1,2 mm Vorzündung. Das heisst, wir drehen jetzt gegen die Drehrichtung, retour drehen, ihr seht, die Säule dreht zurück. So, jetzt haben wir 1,2 mm. Machen auf dem Schwungrädchen wieder einen Strich, schreiben dazu Zündzeitpunkt. Jetzt nehmen wir das Blättchen zum Kontrollieren. Könnt ihr auch ein Zigarettenpapier nehmen oder etwas. Legt das dazwischen. Drehen zurück, bis es klemmt. Wird ein bisschen zugeben. Drehen wieder auf, bis ihr spürt, dass es nicht mehr hat. Jetzt können wir hier oben schauen. Und so würde es jetzt eigentlich ziemlich gut stimmen. Sind wir auf dem Zündzeitpunkt. Das wird jetzt eigentlich so ziemlich gut passen. Falls es nicht so passen, könnt ihr die Zündplatte noch drehen, hin und her gehen und so einen neuen Zündzeitpunkt finden. Jetzt, wichtig, nicht vergessen, die Platte noch richtig anziehen. So, und dann wird das montiert. Jetzt können wir noch dort testen, ob es zündet. Es tut. Jetzt hat man es gesehen. Und zündet also schön. Tipptopp. Gut.
Da können wir jetzt nämlich auch den Deckel montieren. Die klemmen etwa mal ein bisschen. Nehmen die Schrauben. Klemmt noch ein bisschen, jetzt geht es ab. So. Gut, dann drehen wir den Motor ordentlich rein. Und dann sind zwei Kabel. Da könnt ihr selber noch schauen, was die Verstecker dran machen. Die müssen wir jetzt abholen. Weil sonst können wir den Gummi nicht montieren. Klingeln. Dann tut die Kabel hier schön durch die Löcher durch. Dass ihr nicht zu hart den Kabel schreissen tut, sonst kann es sein, dass ihr es drinnen irgendwo ausreißt oder an der Kante die Isolierung kaputt macht. Wir noch gleich schnell das Kabel abholen. Das Tönkabel. Schauen, dass ihr hier sicher noch ein bisschen spatzig lässt. So weit schon nachher. Können wir noch die Kerzen anziehen. Wenn ihr die zuerst mal anzieht, fühlt es sich recht gummig an, weil der Quetschring noch neu ist. So, nicht übertreiben beim Anziehen. Und es ist gut. Jetzt bei diesem Kerzenstecker hier, müsst ihr die Kerze, den Nippel noch weg, das Nippel wegnehmen. Sonst könnt ihr den nicht montieren. Bei einem gewissen anderen Kerzenstecker könnt ihr es drauf haben. Die neue sind, klemmen sie etwas gut. So. Und dann wäre es das schon so. Super. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt etwas dabei lernen können. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.